Ja, hallo, hey. Ich brauche eine neue Begrüßung. Aber bis ich die habe, fangen wir jetzt erstmal an. Am 27. März wurden die 94. Oscars verteilt. Ein wichtiger Preis, um die Errungenschaften und Leistungen von Schauspielern und Crew für großartige Filme zu ehren und auszuzeichnen. Neben vielen langen Einlagen und unverständlichen Entscheidungen gab es auch ein paar Highlights. Und die wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Neben Drive My Car als bester internationaler Film und Encanto als bester Animationsfilm haben sich die Geschwister Billie Eilish und Finneas O'Connell verdient den Preis für den besten Filmsong für No Time to Die aus dem gleichnamigen neuen James Bond gesichert. Mit 12 Nominierungen steht The Power of the Dog vor Dune mit 10 Nominierungen, hat aber sehr viel schlechter abgeschnitten als dieser mit einem gegen 6 verliehenen Awards. Im Verhältnis sehr gut abgeschnitten hat The Eye of Tammy Faye mit 2 Nominierungen und 2 verliehenen Awards. Für bestes Haar und Make-up und für die beste Hauptdarstellerin, wo Jessica Chastain sich sehr verdient den Preis abgeholt hat. Ich fand es auch schön, dass sich Ariana DeBose für ihre Rolle als Anita in West Side Story bei ihrer ersten Nominierung den Preis als beste weibliche Nebendarsteller geholt hat. Besonders überrascht hat Coda. Ein Remake des Films Verstehen Sie die Billiers, den ich persönlich liebe. Besonders die Szene, in der sie vorsingt und dann gebärdet, weil der Text so wichtig ist für ihre gesamte Familie, dass sie will, dass die gesamte Familie den Text auch versteht. Coda handelt von der 17-jährigen Ruby, die dafür, dass sie ihrer gehörlosen Familie im Fischereigeschäft in Gloucester hilft, von ihren Klassenkameraden gemobbt wird. Ihr Chorleiter entdeckt sie und steckt sie in ein Duett mit einem Jungen, mit dem sie dann auch in eine Beziehung kommt. Er möchte sie auch mit einem Stipendium an eine Gesangsschule schicken. Ich möchte den Film aber nicht weiter spoilern, weil er ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Mit 3 Nominierungen und 3 Awards in den Kategorien Bestes adaptiertes Drehbuch, wo sich Sian Heder als erster weiblicher Regisseurin den Preis abholt, holt sich der gehörlose Troy Kotsur den Preis für besten männlichen Nebendarsteller und hält eine bewegende Rede in Gebärdensprache, für die mehr Zeit als anderen gegeben wird. Der absolute Knaller ist, dass Coda sich den Preis für besten Film geholt hat und damit andere heiße Tipps wie Dune und West Side Story ausgestochen hat. Besonders schön habe ich die Standing Ovations für diese Auszeichnung gefunden, bei der fast alle Anwesenden in die Gebärde für Applaus eingestiegen sind. Und auch wenn ich eigentlich nicht möchte, dass irgendetwas dieses großartige Ereignis überschattet, müssen wir ganz kurz über Will Smith reden, der uns einen perfekten Einblick in seinen Charakter gegeben hat, wie ich ihn schon seit Jahren sehe. Und ich weiß, viele sehen Will Smith als Vorbild und Idol. Und er mag auch ein großartiger Schauspieler sein. Aber ich persönlich habe ihn seit seiner Rolle als Vater in Das Streben nach Glück absolut unsympathisch gefunden. Er hatte ein paar Highlights, ein paar gute Momente in eben Das Streben nach Glück, aber danach habe ich ihn als Schauspieler in seinen Rollen sowie als Privatperson in den Interviews, wie man ihn wahrnimmt, absolut unsympathisch und unausstehlich gehalten. Vor allem stößt mir sauer auf, wenn Leute und vor allem Schauspieler ihre Errungenschaften auf Gott schieben. Und nein, nicht nur Schauspieler, auch Politiker und alle anderen, die etwas geschafft haben. Am unausstehlichsten finde ich aber falsche Schlangen, die kein Rückgrat haben, zu einem Witz, den sie offensichtlich lustig fanden, zu stehen. Ich glaube, jeder hat das mitbekommen. I'm out here! Oh, Richard! Oh, wow! Wow! Und versteht mich bitte nicht falsch, man kann natürlich darüber debattieren, ob es angebracht und lustig ist, über die Glatze einer kranken Frau, die sie übrigens absolut gerockt hat, meiner Meinung nach, einen Witz zu machen. Aber erst darüber zu lachen und bei einem sauren Blick seiner Ehefrau auf die Bühne zu gehen und den Moderator mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen, ist ein absoluter Low-Move. Das macht man einfach nicht. Und ich verstehe einfach nicht, dass es jetzt Leute gibt, die sagen, dass Will Smith alles richtig gemacht hat, weil er für seine Frau eingestanden ist. Erstens hat er den Witz offensichtlich lustig gefunden, denn er hat darüber gelacht. Und zweitens entschuldigt das trotzdem nicht als Star, als Schauspieler, als Vorbild, das er ja selber sein möchte, in aller Öffentlichkeit einen anderen Menschen zu schlagen, weil der einen Witz gemacht hat. Kann man den Witz scheiße und unlustig finden? Ja. Kann man es nicht in Ordnung finden, über Krankheiten und das Äußere von Menschen Witze zu machen? Natürlich. Rechtfertigt das eine fucking Ohrfeige?
Niemals. Du bist ein schlechter Mensch, es ist immer noch Humor und geh dich vergraben. Und sich dann hinzustellen und heulend darüber zu reden, dass man ein Beschützer nicht nur für seine Familie, sondern auch für seine weiblichen Co-Darsteller sein möchte. Und eine Vessel of Love, also eine Verkörperung der Liebe sein zu wollen, ist das heuchlerischste, doppelmoralischste und ekligste, was ich jemals gehört habe. Und ich wohne in Wien. Do fucking better. So, jetzt nochmal was zum Auflockern. Ich weiß, dass meine Freunde den Film Dune absolut feiern. Deshalb hier ist kurz. Dune hat sich die Preise für beste Kamera, bestes Szenenbild, beste Filmmusik, bester Schnitt, bester Ton und beste visuelle Effekte geholt. Und ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Persönlich finde ich es ein bisschen schade, dass Benedict Cumberbatch und Andrew Garfield sich keinen Preis abgeholt haben. Sie waren beide für beste Hauptdarsteller nominiert, den der sich dann Will Smith eingesteckt hat. Was alle in dem Saal, wo ich mir die Oscars angeschaut habe, nicht verstanden haben. Das war sehr amüsant. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr macht euch noch eine wunderschöne Zeit. Zwar die allerbeste, die ihr haben könnt. Und ich sehe euch alle bald, ganz, ganz bald. Und ab jetzt kommt jede Woche, wenn es sich ausgeht um Sonntag, sonst spätestens am Montag, versprochen, eine Art Film-News. Ich möchte das hier so als neues Format machen, wo ich so vielleicht drüber rede, welche neuen Filme kommen, falls irgendwas Besonderes passiert ist. Ich möchte mich da einfach ein bisschen auf dem Laufenden halten. Also, habt noch einen wunderschönen Tag, das habe ich schon gesagt, und bis bald.